Mahlzeit, meine Damen und Herren. Schwarzes Bild haben wir. Wir haben gestern gespielt. Nee, vorgestern haben wir gespielt. Und wir sind rausgetappt in dem Moment, wo wir das Maul gekriegt haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch weiter gespielt. Aber, ja. Ging nicht. Ging nicht. War nicht drin. Aber kein Problem. Das kriegen wir jetzt schon auf die Reihe. Wick, 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 wick. Was hast du denn da? Was hast du da? Was? Ah! Ja! Sie müssen denken, ich war das. Genau, da war was. Ach, das muss so sein. Ich wollte mir doch die Gegend erstmal angucken, Mensch. Trete die Poden zu pushen. Nee, trete die Push zu Poden. Ja, das ist besser. Aua, aua, aua! Hau ab, ich hau. Nein, ich mach nichts mit euch. Lasst mich. Aua. Nix wie fort. Fake News, Fake News. Auf YouTube können wir auch nicht gehen, da sehen wir noch mehr Werbung. Wir brauchen irgendwann mal eine freie Plattform. Die verborgene Stadt. Jawohl. Lara, vergiss nicht, die Haare zu richten. Du hast wahrscheinlich U-Block an. Endlich. Ui, ha! U-Block funktioniert auch nicht auf Twitch. Auf YouTube ja, aber auf Twitch nicht. Entschuldigung, ich wollte gerade in die Kamera gucken. Hat wieder jemand den Kopf an der Fensterscheibe gestoßen. Andersrum gesagt, ich habe Pi-Hole auf alle Fälle an. Weil es die Werbung im Moment, das ist nicht echt mehr feierlich hier. Fehlende Ausrüstung für das Klettern von Überhängen, Axtwänden sind überhand Steigeisen erforderlich. Alles klar. Zama! Wo war das denn?
Oh, jetzt habt ihr mich aber durcheinander gebracht. Menschen. Siehst du überall. Den Dreck siehst du überall. Steig ein. Das könnte helfen. Gib mir deine Steigeisen, du kriegst dann meine. Und? Passen sie dir? Ja, ein High Heels siehst du besser aus, das wissen wir alle. Ach, komm, lass uns laufen. Neue Ausrüstung. Überhang Steigeisen. Ach, hier ist sogar ein Zelt. Camping on the Bashing. Springen und drücken Sie E. Springen und drücken Sie E. Okay, das geht mit Steigeisen natürlich besser. Benutzen Sie W, um sich von Überhängen zu lösen. Drücken Sie Leertaste, um zum Überhängen, und drücken Sie Tab für mehr Informationen. Und schon haben wir die ersten Toten. Was? Neue Höhen. Eine Klettergang mit gefundenen Überhangsteigeisen. Was da unten, Schatzi? Warum guckst du da runter? Und wieso haben wir hier wieder... Frage ich mich, wie hier eine Kuh hingekackt hat. In einem Hofladen. Schön drüber gelaufen. Oh, was war denn da? Die verlorene Stadt? Schaffst du schon, Schatz. Seitwärtssprung am Überhang. Das glaubt ihr und ich nicht, dass das funktioniert, in Anführungsstrichen. Ja, nein. Aber gut. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Mittlerweile wissen wir, wie es funktioniert. Hui. Und wo sind wir jetzt? Okay, da drin. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja. Hopp! Also. Und hopp!
Genau, stoche mal ein bisschen drin rum. Weg. Ich wollte schon sagen, was flattert denn die ganze Zeit mit meinem linken Ohr? Halt an Felswänden, werfen Sie mit E Ihre Hakenaxt. Alles klar. Und tschüss. Also wie gesagt, Werbung, ja, Werbung hier, Werbung da. Mittlerweile geht mir Werbung tierisch auf den Sack. Deswegen habe ich Werbung abgeschaltet und richtig Kohle verdienen tust du mit Werbung mittlerweile ja auch nicht mehr. Tut, ich weiß, tun wir alle mittlerweile nicht mehr. Und dann kriegst du irgendwie so eine Krypto-Werbung am Arsch auf deinem eigenen Account, eigenen Channel, irgendeine Krypto-Werbung, wo du sowieso keinen Bock drauf hast. Nein! Falsch gedrückt. Ja, genau. Siehst du hier, Werbung im Chat. Das ist meine eigene Werbung. Das ist keine Krypto-Werbung. Das ist meine eigene Werbung für meine eigene Firma. Da ist mir das egal. Das müsst ihr ertragen, definitiv. Aber es ist ja auch nur schriftliche Werbung. Ich habe auf der UT-Zone schon keine Werbung, Leute. Ich hasse Werbung. Wären die Menschheit nicht so dumm, müsste ich auf Facebook und auf Instagram keine Werbung machen. Wenn die Menschen nicht so dumm wären. Oh, jetzt hab ich was gesagt. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Ja, Schatz. Werfen Sie mit Ehre Ihre Hakenaxt, während Sie springen, um entfernte Felswände zu erreichen. Ja, richtig. Aber irgendwie... Hip! Oh, fuck! Hat funktioniert. Ja, es gibt noch Facebook. Für die Boomer. Und du glaubst nicht, wie viele das noch sind. Für die Alten. Ey. Das gibt einen 3-Monats-Sub. Hab ich alt genannt? Selbst alt. Komm, steige meine Spalte. Nein! Du bist schon ein Grufti-Jeppo. Du bist ja schon ein Grufter. Du hast die Boomer-Zeit schon überstanden. Ach, herrlich. Oh ja. Oh ja! Oh, was? Nee, da war nichts. Okay. Hier waren wir doch auch schon nochmal. Ich halte schon Shift links gedrückt.
Nochmal die verborgene Stadt? Moment mal. Willkommen zurück in der Ruckelstadt. Die Waffe ist jetzt nass, die kannst du einstecken. So! Was? Achso, ich muss jetzt die Waffen wieder abgeben. Die Rebellion lebt. Zu Unuratus zu Hause zurückkehren. Where do you live today? Okay, das Ding da hinten haben wir noch nicht. Das Gold hab ich auch noch nicht gefunden. Das Dokument haben wir... Alles nicht? Hier, guck da, hier, Werbung. Kein Twitch-Sub, kein YouTube-Mitglied, sondern deine freie Entscheidung, wie du mich unterstützen magst. Einmalig, monatlich oder jährlich, du entscheidest, du hast die Wahl. Buy me a coffee. So, Krypta, da Scheiße, das müssen wir alle noch machen, das ist wichtig. Komm mal da hin. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Ach so, wir können hier auch noch was machen. Nee, ist doch schon alles. Und Outfits? Ja, nö. Gut. Fähigkeiten, wie viel haben wir? 3 Fähigkeitspunkte ist mir zu wenig. Wir brauchen ein paar mehr. Wir laufen jetzt weiter. Wo müssen wir denn hinlautschen? Darüber müssen wir. Und den Monolith hat man schon gelesen. Tagchen. Ich habe mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser. Ja. Aber die haben doch was verändert. Ihr habt doch viel mehr rangepflanzt. Könnt ihr jetzt einfach nicht eine Brücke. So ein Scheiße dahin bauen, da kommen gar nicht mehr die Fische durch. Das ist gegen die Umweltbestimmungen. Gegen die deutschen Umweltbestimmungen. Das geht so nicht. Die haben echt eine Brücke gebaut. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Da waren wir doch auch schon. Was ist denn eigentlich eine Eklipse?
Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Nein. Links rum. Boah, was ein Gelecke hier. Es ist ein sehr schmaler Höhleneingang. Oh, sehr schmal. Falsche Ecke. Got it! Such nach einer Spalte. Zack, hat dort ihn gefunden. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Onuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edsley erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Nun haben wir endlich das Outfit, welches wir suchten. Schade, dass ich nicht näher scrollen kann. Ist das ein Typ? Okay. Moment. Wir sind jetzt hier unten. Dann ist dieses Papier, das Dokument, schon die ganze Zeit hier unten. Und wir sind die ganze Zeit an dem Spalt vorbeigelaufen. Nein. Ehrlich? Oh. Ist nicht wahr. Da ist es. Ja, da ist das Dokument. Ein Manifest gegen den Kult. Der Kult von Kukulkan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben immer mehr Druck aus und wir weichen immer weiter zurück. Wenn Onuratu nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, sollten wir ohne sie zuschlagen. Ja, schreibt mit ihm. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen.
Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht, solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle vier losbinden und niemand verdächtigt dich. Vier? Waren bei der Mission nicht fünf Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Warum hat er das nicht eben gesagt? Hoffentlich kommen sie frei. Was ist das hier? Sprecht zu mir. Basuchi, Kashkalalop, du Bishachop, Kambei, Chichobe. Jablu besachon, tu yash hat levatelilo. Hach useten yabi. Bash, balche, itawilahtech. Ma, utzoka tingilahe, tikuhulba akel te puente o, tingilah tu lube. Ist das der Eingang gewesen? Ja, ne? Ja. Bale, inka tingwile. Mach euch mal. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Ich mach euch mal ein bisschen Licht an. Hey! Wir haben das richtige Outfit. Wir müssen unbedingt wieder zu einem Händler gehen. Na komm. Kannst raus. Kannst du nicht? Okay. Also wie gesagt, wir müssen unbedingt zu einem Händler, wir müssen verkaufen. Wir haben zu viel Zeug einstecken. Wie sieht das jetzt aus? Ah, cool. Haben wir das jetzt gefunden oder nicht? Bin ich jetzt doof? Alles, was grau ist, haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, ist aber da. War doch richtig. Alles, was weiß ist, haben wir gefunden. Alles, was grau ist, ist noch weg. Ist noch nicht da. Alles, was ausgegraut ist, hast du gefunden. Achso, habe ich schon gefunden. Wieso kann ich den Mono... Was? Mach mich nicht durch... Sassel, Chupal. Grau, schon gewonnen. Gut. Ja, aber dann verstehe ich den einen Monolithen nicht. Der weiß es, aber ich komme nicht dran. So, hier der Monolith da. Der da. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Ja, was will der von mir? Apropos, ich habe gerade was gemerkt. Wieso ist meine Maus rausgetappt? Auf der Fullscreen.
Exklusiv. Ah. Jetzt. So, wo müssen wir hin? Der da? Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Hier muss irgendwas sein. Der Monolith weiß davon versteckt. Wenn du es versteckt und nicht gefunden hast, bleibt er weiß. Zeigt mir das Versteck oder ich kacke euch in das Maisfeld. Aha. Das ist großartig. Was hast du gefunden? Du suchst die Welt nach Monolithen und hüllst sie an. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir nur noch den Monolithen. Das Wasser unter mir schützt mich dem Wasser über mir. Vor dem Wasser über mir. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Mit gerade mal 30 Frames wieder zurück zu eiern. Was wollten wir eigentlich? Grimmel, Grimmel, der Monolith, was ist das? Grimmel, Grimmel. So, wir müssen eigentlich. Warte mal auf. Zum Händler darüber und darüber, wir müssen auf die Brücke, richtig? Genau, das war was. Hier, Rebellen in Not. 1, 2, 3, 4. Fangen wir doch da unten an. Laufen wir durch die Stadt. Legende, Wegpunkt setzen. Snick. This way. Hi, Captain. Aber wo, so ein Piratenspiel müssten wir auch mal machen, ne? Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Ach, Quatsch. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Geh einfach hin. Ich werde nicht betteln. Da ist schon einer. Keiner da. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Waren wir in dem Bezirk hier schon mal? Ich glaube ja. Da unten waren wir, glaube ich, schon mal. Hier oben noch nicht. Oder? Doch, hier oben waren wir auch schon mal. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst? Ja. Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen aus. Zu zeigen. Links rum von uns. Testen. Sind sie in Gefahr? Nein. Das ist doch, Alter.
Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Ach, hör doch auf. Darüber macht man keine Scherze. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Ja. Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Damals schon. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ach Quatsch, Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Nein, nicht denken, sondern machen. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Wolle Wolke kaufen. So. Den haben wir. Da hinten ist noch eins. Da hinten ist eins. Da hinten? Ja, stimmt, ja. Hip. Gehen wir schnell da rein. Genau. Was ist das? Achso, Öl. Okay. Wir müssen jetzt da rum, da hier rüber. Stopp. Das könnte nützlich sein. Monolith-Schatz gefunden. Du suchst die Welt nach Monolithen und enthüllst die Geheimnisse. Was haben wir jetzt wieder gefunden? Ein Überlebensversteck. Okay. Das ist eine Schule. Da will ich noch nicht hin. Links rum. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi... Wo muss ich denn da hinten hin? Ah, da. Ah, Villa Witch, ihr nicht geht?